Kolleginnen und Kollegen, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Meisterschaftsspiel gegen den Halleschen FC. Es bedeutet für uns jetzt noch vor Weihnachten den Auftakt der Hinrunde der Saison 2017-2018 und wir haben das Vergnügen, Freitagabend hier ab 19 Uhr unter Flutlicht dieses Spiel auszutragen. Sicher nochmal eine ganz andere, besondere Atmosphäre auch für die Fans, bevor es dann am Dienstag nochmal im DFB-Pokal hier in der Bentel Arena zur Sache geht. Nach einer sehr erfolgreichen Hinrunde wollen wir natürlich jetzt nachlegen. Die meisten hier im Raum werden sich auch noch an das sehr turbulente Hinspiel erinnern, das ja 4:4 endete. Wie der Trainer den Gegner heute sieht und wie seine Personalsituation ist. Bitte, Steffen. Hallo erstmal allen. Ja, wir treffen mit Halle auf eine Mannschaft, die, ich sag mal gerade auch, wenn wir das erste Spiel immer vor Augen gesetzt haben mit den 4 Gegentoren, die wir gekriegt haben, oder doch mit einem großen Spektakel am ersten Spieltag, wo wir natürlich auch gesehen haben, was schon in unserer Mannschaft steckt, was wir machen können. Das haben wir, glaube ich, auch über weite Strecken gezeigt. Halle eine Mannschaft gewesen ist und auch jetzt immer wieder auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen hat, immer wieder mit Ausfällen zu kämpfen hat, wo natürlich auch, ich sag mal, immer wieder zu sehen ist, dass sie sich neu aufstellen. Hatten eine Phase in der Saison, wo es nicht so gut gelaufen ist, dann zum Ende jetzt, also vor diesen 3 Spielen, dann wirklich eine Phase gab, wo sie wirklich kontinuierlich gepunktet haben, wo sie auch immer besseren Fußball gespielt haben, auch eine ganz klare Struktur haben, wie sie spielen wollen, haben die letzten Spiele, wenn ich jetzt mal die beiden Spiele nehme, Magdeburg, wo sie in der letzten Minute hätten noch den Ausgleich schaffen können im Derby, oder gegen Rostock, wo ich eher sage, dass sie unglücklich verloren haben, ganz klar gezeigt, dass die Tendenz nach oben geht und eine Mannschaft, die wirklich sehr, sehr gute Fußballer drin hat, wenn man sie Fußball spielen lässt, aber auch eine Mannschaft, die wir hier am Freitag schlagen wollen und gerade auch in unserem letzten Punktspiel im Jahr einfach so ein bisschen auch das Punktspieljahr für uns positiv ausklingen lassen wollen, indem wir die 3 Punkte hier behalten wollen und wollen natürlich auch die Attacke fahren, dann wirklich auch offensiv zu spielen. Bis auf Marlon Ritter sind alle an Bord und dann wirklich auch alle im Training. Wir haben keine Verletzten, die jetzt die ausfallen würden. Das heißt, wir können aus dem Vollen schöpfen. Und auch zur Aufstellung kann ich relativ klar sagen, sie wird dem sehr ähneln, wie wir im letzten Spiel aufgelaufen sind. Da wird es auch keine großen Veränderungen geben, weil ich auch glaube, dass die Jungs, die da gespielt haben, sich das auch verdient haben, dieses Spiel gegen Halle genauso angehen zu dürfen. Ja, Steffen, vielen Dank für deine erste Vorschau. Kommen wir zu Ihren, zu euren Fragen. Bitte schön. Matthias Reichstein, das Zahlenblatt, sehe ich, Mikro kommt. Herr Baumgart, hat ja Halle 9 Ausfälle. Die 9 Ausfälle müssen wir ein bisschen in die Klammern setzen, weil ja auch ein paar dabei sind, die kaum gespielt oder gar nicht gespielt haben, aber trotzdem glaube ich 6, 7 Stammkräfte dabei. Macht das dann die Aufgabe noch kniffliger, weil jetzt noch Leute wieder nachrücken, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat? Oder wie sehen Sie die Situation da in Halle? Ja, für alle ist es natürlich keine schöne Situation. Das ist erstmal das eine. Aber wir haben uns ja bisher auch nicht um den Gegner, ich sag mal, gekümmert in dem Sinne, wie er spielt und wie er nicht spielt. Ich glaube, für mich ist viel wichtiger, dass es eine Mannschaft ist, die eine hohe Qualität hat, gerade auch im Umschaltspiel, die sehr gute Fußballer drin hat, die eine Mannschaft ist, die auch höhere Ambitionen haben könnte, wenn auch alle an Bord sind, das wissen wir. Und da liegt natürlich auch die Gefahr drin. Aber wir wissen natürlich auch um unsere Stärken und die wollen wir natürlich auch ganz klar aufs Brett bringen, um wirklich hier dieses Spiel auch erfolgreich gestalten zu können. Und diese Gefahr liegt ja in jedem Spiel. Die dritte Liga ist ausgeglichen, das wissen wir und da entscheiden Kleinigkeiten. Und ja, da müssen wir halt höllisch aufpassen, das ist uns bewusst, das ist uns klar, aber das müssen wir in anderen Spielen auch, das hat jetzt nichts mit den Ausfällen zu tun. Und am Ende wollen wir natürlich trotzdem sehen, wie haben wir gespielt, wie spielen wir Fußball und das wollen wir natürlich auch versuchen, gegen Halle umzusetzen. Noch eine Nachfrage, Halle war das 4-4, danach kam Chemnitz, auch 2 Gegentore, waren dann 6 aus 2 Spielen, dann haben Sie Lukas Böder rausgenommen, haben Sebastian Schonlau in die Innenverteidigung gestellt. Ich habe auch nachher auch gesagt, dass Schonlau für Sie eigentlich der Innenverteidiger auch ist. Ist Lukas Böder heute für Sie auch der ideale Rechtsverteidiger und was zeichnet ihn vielleicht aus und was muss er noch lernen? Na, ich glaube, dass Bödi das sehr gut macht auf der Position, auf der Rechtsverteidigerposition. Bödi hat natürlich davon profitiert, wenn man das so sagen darf, dass Vucci ausgefallen ist. Auch das muss man sagen, weil Vucci ist schon der etatmäßige Rechtsverteidiger auf der Position. Aber durch seine langwierige Verletzung, muss man sagen, macht Bödi das wirklich sehr gut. Und was viel wichtiger ist, ist, auch da sieht man, ähnlich wie bei Herzer auf der linken Seite, eine stetige Entwicklung. Und das zeichnet beide aus, dass sie sehr
sehr wenig Fehler machen, dass sie viel von dem umsetzen, wie wir das erwarten, auch gerade dieses nach vorne verteidigen mit dem Risiko. Und das machen beide gut und da hat Bödi eine super Entwicklung gemacht. Und jetzt im Moment, muss man ganz klar sagen, ist er auf der Rechtsverteidigerposition gesetzt und es wird schwer sein, ihn da zu verdrängen. Ja, Sie haben gerade Vucinovic genannt auch. Wie weit ist der jetzt, wenn Sie gesagt haben, sind wieder alle im Training? Der ist komplett wieder im Training dabei. Also auch so, dass ich ihn jederzeit in den Kader bringen kann. Ihm fehlt halt noch die Spielpraxis und das freut uns natürlich auch gerade für Vucci, dass er, ich sag mal, nach dieser Verletzung, wo wir ja auch lange immer überlegt haben, woran kann es liegen, wie geht es da weiter, und das freut mich, dass er dann wirklich auch mit der Vorbereitung im Winter dann wirklich auch um seinen Stammplatz wieder kämpfen kann, sofern wir das jetzt absehen können. Und das ist, glaube ich, auch wichtig für Vucci. Und wie gesagt, er ist ein sehr guter Rechtsverteidiger, hat uns sehr in den Spielen geholfen, seitdem ich da bin. Und ich freue mich dann wirklich auch auf diesen Dreikampf, der mit Matthias Stingel ja auch noch da ist, der sich ja auch weiterentwickelt hat und weiterentwickeln wird. Also da kommt noch eine interessante Konkurrenzsituation auf uns zu. Ich habe noch eine Nachfrage. Ansatzweise haben Sie sie eben mehr oder weniger schon beantwortet, nämlich was die personelle Aufstellung jetzt für Freitag bzw. Dienstag angeht, zwei Spiele innerhalb weniger Tage nach einer ziemlich kräfteraubenden Hinrunde. Also spielt da bei Ihnen das keine Rolle? Haben Sie keine Gedanken in die Richtung, vielleicht beide Spiele personell auch ein bisschen aufeinander abzustimmen, ein bisschen zu rotieren, um Dienstag im Pokal dann entsprechend auch wirklich frisch zu sein? Nee, wir gehen auch nicht von Dienstag. Wir reden nicht von Dienstag, wir reden von Freitag. Wir haben Freitag ein schweres Spiel. Das sind unsere Hausaufgaben. Das ist das, was das Wichtigste ist für uns, ist die Liga. Und deswegen reden wir auch nur über Freitag. Und der Kader Freitag wird so aussehen, dass wir ähnlich wie die Spiele zuvor, deswegen sagen wir das auch ganz klar, dass ich sage, das ist die beste Aufstellung auch über einen langen Zeitraum gewesen, die wir zum letzten Spiel auf dem Platz haben. Und auch die wird dann jetzt am Freitag spielen und danach gucken wir, was Dienstag ist. Und wie gesagt, ich bin keiner, der in den Bereich geht, wir schon mal oder wir gehen dann mal einen Schritt zurück. Ich glaube, dass wir so weiterspielen sollten und so weiter unser Gesicht zeigen sollten, wie wir es bisher gemacht haben und nicht darauf, was könnte am Dienstag vielleicht so irgendwie sein. Wir freuen uns auf Dienstag, aber wie gesagt, das Wichtigste ist der Freitag und es geht auch im Moment nur um den Freitag und danach kümmern wir uns dann um das Weitere. Ja, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zum sportlichen Teil. Dann kommen wir zu den Dingen rund um das Spiel. Bitte, Martin. Ja, vielen Dank, Matthias. Wir haben 3.627 Karten im Moment abgesetzt, rechnen mit 6.500 Zuschauern plus, davon 400 Fans aus Halle. Rund um das Spiel wird es wieder die Spendenaktion unserer Fanszene für die Delfintherapie für den Leon geben. Und vielleicht noch eine Information zum Pokalspiel. Es gibt noch knapp 100 Stehplätze für den Block F. Und wer da noch mit dabei sein will, sollte sich beeilen, denn danach geht gar nichts mehr. Ja, Martin, vielen Dank. Gibt es abschließend noch Fragen? Das sehe ich nicht. Dann herzlichen Dank fürs Kommen und für die meisten bis Freitag.